Hallo und herzlich willkommen heute am 3. Dezember, heute am Samstag. Und ich kann sagen, der Tag hat leider nicht genug Stunden für mich. Es ist einfach unglaublich, wie schnell der Tag rumgeht und wie wenig man doch eigentlich schafft, was man eigentlich vorhat zu schaffen. Nun gut, reden wir nicht lange über andere Probleme. Kümmern wir uns heute mal wieder um unsere Adventskalender. Ich habe es noch nicht geschafft, mir die Kommentare von gestern anzugucken. Vorgestern, wie gesagt, danke, danke, danke. Cool, dass es wieder so gut bei euch ankommt. Mit einem umgefallenen Kater. Und wie gesagt, ich werde das vielleicht heute Nacht machen oder morgen früh oder mal schauen, wann auch immer. Morgen der zweite Advent. Dran denken, die zweite Kerze wird morgen angemacht. Und ja, da bin ich gespannt, wann ich morgen zu dem komme, was ich eigentlich ursprünglich vorhatte. So, ich habe jetzt was vergessen. Ich muss noch kurz was holen. So, da bin ich wieder. Das Fernsprechrufgerät hat gefehlt. So, jetzt machen wir hier wieder ein Foto, damit ihr dann auch das hier sehen könnt. Hallo! Gut, dass meine Lampe hier auch auf Fernbedienung reagiert. So, zack! Moment, war das jetzt Langzeitbelichtung? War das jetzt gut? Das war viel zu weit weg. Moment, nochmal das Ganze. Es dauert heute wieder ein bisschen länger. Kann es mal wieder länger dauern. So, das hat aber jetzt... Alter, warum ist das so weit weg? Das ist ganz normal das Foto. Ich verstehe das nicht. Heute mal ein etwas Größeres. Naja. So, jetzt kommt das Leseauge. So, wir haben heute bei den drei Fragezeichen, womit wir anfangen, folgenden Sachverhalt. Bock brauchte nicht lange für das Rätsel und legte die Buchstaben zusammen. Justus las laut vor, Actionfilm. Was genau hat das zu bedeuten? Peter sammelte die Buchstaben wieder ein. Ihr wisst doch, dass mein Dad beim Film arbeitet. Er ist zuständig für die Spezialeffekte und er lädt uns ein, bei Dreharbeiten dabei zu sein. Auf einem stillgelegten Flugplatz in den Bergen wurde eine ganze Stadt als Kulisse nachgebaut. Und da werden haufenweise Action-Szenen mit Stuntleuten gedreht. Seid ihr dabei? Noch ehe Justus und Bob antworten konnten, wurden sie von einem lauten Auto unterbrochen, das jetzt durch die Toreinfahrt sauste. Da ist mein Dad schon, rief Peter. Also, was ist? Seine beiden Freunde riefen im Chor, na klar, wir sind dabei. Wenig später saßen die drei Fragezeichen im Wagen von Peters Vater. Auf der Fahrt berichtete er genauer, wohin die Reise gehen sollte. Dabei erzählte Mr. Shaw viel von der Welt des Films. Regie, Film, Klappe, Studio, Stuntman, Scheinwerfer, Kino, Ton, Drehbuch, Held, Kulisse, Kamera, Bild, Schauspieler, Effekte, Filmstar, Premiere. Aufgabe, welchen der Begriffe auf der Liste kannst du weder waagerecht noch senkrecht im Buchstabensalat finden? Ach du Scheiße. Gut, dass ich einen Stift dabei habe. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, könnt ihr jetzt miträtseln. Ich blende das wieder ein und dann schauen wir jetzt mal, wo... Oh Gott, das kann ja jetzt ewig dauern. Ich werde das ein bisschen vorspulen. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal geguckt, ich habe jetzt Kulisse gefunden, ich habe Regie gefunden und ich habe Kamera gefunden. Das heißt, es kann nur zwei der Filmstar sein. Wir gucken nach und es ist, ja, die zwei, also der Filmstar. Hat leider ein bisschen länger gedauert. So, der Scheinwerfer, ich denke mal, das ist relativ einfach zu finden. Es ist der auf dem Balken, hier oben nämlich. Hier oben der, ganz oben da auf diesem Balken, den erkennt man nämlich da drauf. Und da drin ist eine Tüte.
Stellen wir jetzt mal hier hin. Mit einer Klappe. Mit den drei Fragezeichen. Anton, was ist das? Ist das wieder Plastik? So, dann drehen wir das mal rum. Dann zeige ich euch jetzt mal das. Der Kater ist ja gerade eben fast in Brand aufgegangen, nachdem er seinen Schwanz fast in die Kerze gedippt hat. Vorsicht, Anton. Vorsicht, da ist eine... Nein, hör auf! Ich muss noch mal kurz das Licht ausmachen. So, ja, natürlich. So, ich hoffe, das ging jetzt. Das ist schon wieder so weit weg. Warum sind die auf einmal so weit weg? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Aber nun gut. So, weiter geht's. Das Wort Filmklappe hast du gerade im Buchstabensalat entdeckt. Die Filmklappe ist nämlich ein typisches Werkzeug beim Filmdrehen. Vor jeder Einstellung wird die Filmklappe von einer Kameraassistentin beschriftet und in die Kamera gehalten. Später im Schneideraum helfen die Angaben auf der Filmklappe, die einzelnen Szenen richtig aneinander zu reihen. In deinem heutigen Türchen findest du eine kleine Fragezeichen-Filmklappe, die du als Brieföffner oder Schneidewerkzeug für Geschenkpapier verwenden kannst. Ah, da ist also ein kleines Messerchen da hinten dran. Okay, Detektivbüro Franz, Ermittlerstraße 13 hinterm Friedhof. Ja, Freunde, also das für heute, eine Filmklappe. Junge, 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 Junge. Mit einem kleinen Messerchen hinten dran. Kommt mit in die große Kiste. So, jetzt gibt es was zu beißen. Ist gleich fast dieselbe Reihenfolge wie gestern. Die Nummer 3 suchen wir und finden sie schlussendlich 4, 5, 1, 3 da unten. Wo ist es da? Und heute haben wir drin ein Tannenzweig, der nicht rauskommen will. So, jetzt haben wir ihn. Ein sehr großer Tannenzweig sogar. Ich habe sogar ein lustiges Bild von einem Schneemann. Ja? Ja. So, dann geht es weiter mit dem, ja, wie ich finde, momentan zweitschwersten Kalender. Mit dem Play-Doh. Auch lustig, dass die immer noch hält, die Knete. So, die hier sind schön geordnet und sortiert. Hier oben ist die 3. Bin ich jetzt mal gespannt, was wir heute da drin haben. Boah, die gehen so schwer auf. Ey, die muss man schon fast kaputt reißen hier. Das ist doch nicht normal. Wo kommen die auf? Guck mal hier, ey. Das ist scheiße, wenn das so kaputt geht. So, heute... Ah, guck mal hier. Wir haben noch mehr Knete. Das ist die Mütze vom Weihnachtsmann. Vom Weihnachtsmann. Vom Schneemann. Aber was soll ich denn immer mit der... Mit der Knete hier. Weil man kann das ja einfach so. So zack. Und schon hält's. Oder auch nicht. So, warte mal. Soll ich das da so reindrücken wahrscheinlich, ne? Ah! Dann hätte ich die braune Knete da gestern reindrücken sollen wahrscheinlich. Ja. Oh. Das ist aber eine Menge Knete für das kleine Ding. Jetzt geht die Knete noch nicht mal raus. Wieso habe ich hier Glitzer an den Fingern? So, da ist sie. Wenn man das ist ja. Guck mal, wie viel? Das ist ja viel zu viel. Nee, oder doch? Das ist viel zu viel. Ach komm. Wir haben es doch. Dann tun wir das jetzt so ein bisschen formen, wie der Hut. Zack. Das ist so eine Sauerei. So, dahinter, das auch dahinter. So, jetzt haben wir dann hier... Oh, guck mal, das ist ja viel zu groß. Es sieht scheiße aus und hier sind sogar noch mehr Knete drin. Ach, du liebe Zeit. Ja, ich glaube, das war auch nicht so richtig. Aber ich meine, er hält jetzt. Wenn man sich das hier anschaut. Es ist viel zu viel Knete drumherum. Aber ja, vielleicht machen wir die Ärmchen dann auch nochmal irgendwann neu. Muss man mal gucken. Aber der Schneemann hat jetzt einen sehr merkwürdigen Hut auf.
Ich verstehe halt nicht, was die Knete dabei soll. Es ist mir zu hoch. So, aber nichtsdestotrotz, da jetzt habe ich die ganze Knete hier an. Guckt euch die Sauerei hier an. Jetzt wird da wieder Schokolade gemampft. Nämlich aus dem DB-Adventskalender. So, da die drei, die habe ich direkt schon gefunden. Ah ja, ja, so muss das sein. Guck mal hier, und zack. Sie geht einfach auf, die Schokolade kommt einfach raus und wir haben heute eine Glocke. Mh, mit Knete. Ohne Knete würde die Schokolade richtig geil schmecken. So, weiter geht's. Ich bin sehr gespannt auf den Gutschein, der hier irgendwann drin sein soll. Mhm. So. Das ist das Problem, wenn man einen weißen Tisch hat. Man sieht alles drauf. So, die Nummer 3. Da oben ist die 4. Die 2 hatten wir hier gestern gehabt. Das ist die 12, 9, 5, 1. Ist weg. Wo ist die 3? Da. Oh, was ganz Kleines heute. Ein Ei wieder. Und das ist jetzt Lindor Minikugel Vollmilch ist das. Die blaue ist feinherb und die weiße ist, die gelbe ist weiß. Warum gehst du hier nicht raus? Warum? Warum willst du mir das Leben so schwer machen, Kugel? Komm doch einfach raus. Danke. Das braucht man hier mal Werkzeug. So, der kommt hier hin. Ja, und keine Sorge für die Leute, die das hier alles gewinnen wollen. Auch wenn ich euch jetzt hier die Schokolade vor den Augen wegfuttere. Keine Sorge, es wird natürlich auch was Leckeres drin sein in eurem Paket, was dann zu euch kommt. Und da werden nicht nur Schokoladensachen drin sein, sondern vielleicht auch selbstgemachte Plätzchen. Und sehr lecker. Und wird immer mehr. Mit einer sehr cremigen Füllung. Und ich hoffe, dass sich dieses Jahr auch die Gewinner melden, weil letztes Jahr hatte ich das Problem, dass sich jemand, der gewonnen hat, gar nicht gemeldet hat. Nun gut, so, die Nummer 3 bei unseren Helden. Wen haben wir da heute drin? Da bin ich sehr gespannt. Hier ist die 3. Vor allen Dingen, ob ich den kenne oder nicht. Und es ist... Oh, das sieht nach Spider-Man aus. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ob das jetzt ein Alien ist oder... Ich weiß es nicht. Also mir sagt es nichts. Ich mache euch jetzt mal ein Foto. Und dann könnt ihr jetzt selber entscheiden, was das ist. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist Spider-Man, aber Spider-Man ist in keinem Film, den ich kenne, so angezogen. Also insofern lassen wir das einfach mal dahingestellt. Ich bin gespannt, wenn Silke das erste Mal mit ins Video kommt, ob sie mir sagen kann, was das alles für Figuren sind. Also ich meine, Captain America und sowas alles und Batman, da kriege ich ja noch die Reihe, aber bei dem... Hört's auf. So, jetzt kommt mein Hasskalender. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber dieser Kalender hier, der schafft mich. Der macht mich fertig im Kopf. Der macht mich einfach nur fertig. So. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir haben ja gestern keinerlei Nummer aufschreiben können, weil auch die Codematrix, soweit bin ich ja gar nicht gekommen, weil ich absolut nicht wusste, was ich mit der Flamme anfangen sollte. Dann wusste ich nicht, aus welchen drei... Irgendwas ich dann halt mit dieser Code-Matrix dann hier mir den Weg aufmalen kann. Ich habe es heute aufgrund der Uhrzeit auch leider nicht geschafft, die Erika anzurufen. Vielleicht morgen am Sonntag. Na, ich glaube, da wird sie wahrscheinlich auch nicht da sein. Und vielleicht machen wir das auf jeden Fall. Also wir machen das auf jeden Fall irgendwann im Adventskalender, aber wann kann ich euch leider nicht sagen. Aufgrund der Thematik, da wir, wenn wir hier rausgehen, wir sind ja hier gestartet am blauen Strudel, hier raus, und guckt euch dann, wie die Türchen hier mal zermartert werden von mir, geht es ja im Prinzip nur in dieses Türchen hier. Also es geht ja nirgendwo anders hin, weil hier sind ja überall Wände. Und hier aus dem Lager, wir sind jetzt nach hier gegangen. Also insofern kann es ja nur das Türchen hier sein. Deswegen schreibe ich jetzt da ganz einfach mal 3 hin. Natürlich spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehend. Und das mache ich jetzt einfach mal auf. So, hier ist überall präferiert, Perforation. So, jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig vor und versuchen mal, hier nicht alles aufzureißen. Zack. Zack.
Und es ist... Wollt ihr mich verarschen? Es ist sogar richtig. Hier sind Eisstiele drin. Ganz viele sogar. Eins, zwei, vier Stück. Und da sind schon wieder so komische Symbole drauf. Aber hier, ihr seht es, es ist leer. Das können wir wieder zumachen. Das stelle ich jetzt hier mal auf Seite. So. Gleich fliegt hier irgendwas und geht kaputt. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was mich erwartet. In der 3. Auf jeden Fall bisher alles richtig gemacht. Wir haben die Nummer 3 hier draufstehen. Oh Gott, was ist das? Ein Wauwi mit 4 Brettern und darüber, oh, einem Code. Das könnte vielleicht heute was werden. So, kann man das Ganze viel besser nicht. Also, die Stäbe, ja. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt, bemerkt die Abenteurerin. Ich heiße Edda. Ich bin hier am Südpol, um eine vergessene Kultur zu erforschen. Die Sola. Erinnert mich ein bisschen an die Sona aus Star Trek 9. Ein Nomadenvolk, das anscheinend regelmäßig zur Antarktis gepilgert ist. Außerdem habe ich bei meinen Forschungen einen Kristall gefunden, aus dem eine Stimme nach mir rief. Sie sagte, ich würde hier auf Menschen stoßen, denen ich helfen soll. Vermutlich seid ihr das. Oh, schaut mal hier. Spike hat schon wieder Runen entdeckt. Doch bisher konnte ich noch immer nicht herausfinden, wofür sie stehen. Stehen, meine Güte. Vielleicht können uns diese Bretter weiterhelfen. Wenn sie richtig liegen, muss man allerdings schon ganz genau hinschauen und sich auch ein paar Mal drehen, bis man etwas erkennt. Okay. Dann zeige ich euch das jetzt mal, was mich hier gerade so anguckt. So. Dann könnt ihr nämlich miträtseln. So, dann machen wir hier mal wieder das Licht aus. So sieht das Ganze aus. Ne, wenn man hoch kann, ist besser. So, jetzt seht ihr das. Die Sache ist jetzt, da wir ja nur hier diese Hinweise haben. Also wir haben hier einen Hund mit 4 Brettern. Das könnten diese 4 Bretter sein. Der bellt oder gähnt oder was auch immer. So, und hier oben haben wir einmal das Vorspulzeichen, einmal darunter das Playzeichen und daneben ein Dreieck, ein stehendes Dreieck. Und das ist gleich 2 Sterne, ein Kreis, ein einzelner Stern. 2 Hammer übereinander sind gleich ein Viereck, 2 Vierecke übereinander und eine Raute, was ist das? Ein Sechseck. Und einmal das Vorspulzeichen, das sind 3 Sechsecke, 2, 4, 6, ja, und ein großes Sechseck. Und was hat es jetzt mit diesen Fingern auf sich? Und wie sollen wir daraus mit Hilfe der Codematrix auf die 3 Ziffern kommen? Legen und drehen und wenden. Moment, da ist ein Punkt. Ach nee, da ist eine Raute drauf. Da sind 2 kleine Rauten, da sind die 3 kleinen Punkte. Das könnten diese sein. Und die Raute. Warte mal. Das ist das Viereck. Wo ist das Viereck? Oh, wie gut, dass man das hier so gut lesen kann. Da ist das Viereck. Dann könnte man das so da drauf. Das kann ich nicht lesen. Da ist der große Kreis. Wo ist der große Kreis? Der große Kreis ist da. Also müssen die aufeinander zeigen. Da ist... Nee, das klappt wieder nicht. Hä? Tut mir leid, Freunde. Jetzt fliegt er auch noch rum. Es ist mir zu hoch. Ich verstehe es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Und vor allen Dingen, wo ist die Flamme? Ich soll ja hier immer eine Flamme kriegen. Ich habe jetzt gar keine Flamme gekriegt. Ich meine, wir können morgen ja eh wieder nur runtergehen und dann weiter. Also insofern, das ist schon mal safe, aber tut mir leid. Wenn es einer weiß, kann er es gerne in die Kommentare schreiben. Ich
bin leider zu blöd dafür. Die Erika, die erreichen wollte, leider auch nicht mehr. Deswegen wandert das Ganze halt in den Fundus und deswegen, ja, sind wir jetzt am Ende angekommen. Wieder leider etwas später als gedacht, aber besser spät als nie. Und gestern wurde es, wie gesagt, auch leider etwas zu spät. Ich habe es zwar noch am 2. fertig aufgenommen und auch fertig gerendert, nur das mit dem Hochladen hat dann etwas länger gedauert. Deswegen ist es leider dann erst heute Morgen, also heute Nacht, vergangene Nacht eigentlich erst hochgeladen worden. Und wo war ich gestern, um das auch mal vorwegzunehmen, im Phantasialand Brühl bei Köln. Das ist ein Freizeitpark, der ist hier bei mir um die Ecke. Das ist so eine kleine Tradition geworden, im Wintertraum halt dahin zu fahren und so das Ende des Jahres genießen, die Winterstimmung, das Lichtspektakel ist da wirklich sehr schön und wie gesagt, da wollte ich euch gestern einfach mal ein bisschen mitnehmen. Ja, Freunde, das war Let's Christmas, Türchen 3 für heute. Morgen am 2. Advent öffnen wir dann das 4. Adventskalender-Türchen. Und ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann eines Tages hinter diesen Adventskalender hier komme und dann den Wegweiser und die Code-Matrix richtig lesen kann. In diesem Sinne, heute ein wenig kürzer das Video. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, schönen Abend euch noch. NRW bei 18. Adieu.